Hallo und herzlich willkommen zurück bei Marie's Salon du Livre und den Neuzugängen für den März. Neuzugänge für den März, Teil 1. Wie bereits in der Überschrift ersichtlich, gibt es einen zweiten Teil. Ja, es war der März ein bisschen üppiger als gedacht. Dafür gibt es aber, ich sage jetzt nicht einmal eine Entschuldigung, sondern dafür gibt es einen Grund. Ich liebe diesen Grund. Den werdet ihr aber erst im zweiten Teil erfahren. Haha. Und ich beginne wie immer natürlich mit den Rezensionsexemplaren. Wobei ich dazu sagen muss, der April könnte ebenfalls ein bisschen größer werden, weil ich habe schon ein paar Neuerscheinungsvideos gesehen und oh Mann, die Wunschliste wächst. Aber gehen wir mal zurück und beginnen mit den März-Neuzugängen. Ich beginne wie immer mit den Rezensionsexemplaren. Ich glaube, ich habe das Buch bereits im Februar in die Kamera gehalten, aber man kann es nicht oft genug zeigen. Es kommt im Lesemonat März wieder vor und zwar spreche ich von Tova Friedman und Malcolm Barbant. Ich war das Mädchen aus Auschwitz, erschienen in Penguin Verlag und übersetzt wurde es von Ulrike Strehrath-Bolz. Tova Friedman ist in der Zwischenzeit weit über 80 Jahre alt und erzählt uns ihre Geschichte. Sie nutzt dabei soziale Medien wie TikTok, Instagram und Facebook und zwar deshalb, weil sie schockiert war zu erfahren, dass 2/3 der US-Amerikaner keine Ahnung hatten, was das Wort Auschwitz denn bedeutet. So versucht sie der Geschichte, ich nenne das jetzt einmal Leben einzuhauchen, denn so viele Zeitzeugen gibt es nicht mehr und die, die noch da sind, müssen Zeugnis ablegen. Und genau das tut sie in diesem Buch. Wie sie als Vierjährige in ein Vernichtungslager kommt, als Sechsjährige dann nach Auschwitz und wie sie das überlebt. In manchen Passagen sehr nüchtern beschrieben und dann wieder sehr, sehr emotional. Ein Buch, das ich einfach jedem empfehlen kann, um mehr darüber zu erfahren. Vielleicht für Anfänger nicht unbedingt ganz geeignet, weil die Beschreibungen manchmal sehr drastisch sind, aber eine ganz, ganz wichtige Story, ganz, ganz wichtiges Buch. Ein Buch gegen das Vergessen. Rezensionsexemplar, ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar hat mich eine Autorin angeschrieben, deren erstes Buch ich im letzten Jahr wirklich gern gelesen habe. Und zwar von Franziska Jebens war das damals Die Liebe fliegt, wohin sie will. Und jetzt kommt das neue Buch von ihr, Immer am Meer entlang, erschienen bei DTV. Habe ein richtig nettes, schönes, kleines Bloggerpaket bekommen mit einem Notizheft. Für mich als Freak total super. Kleinen Stickern, eine persönliche Nachricht der Autorin und Caprice, diese Schokostangen. Es sind noch alle da, obwohl das Buch schon 10 Tage bei mir ist. Ich finde das Cover richtig toll. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein reiner Farbverlauf. Nein, das ist das dunkle Meer, das heller wird und weiß wird, auf den Strand spült und da liegen 2 Menschen. Worum geht es? Es geht um Josefine, die seit sie 9 ist, einen Traum hat. Sie will einen Bulli, einen alten VW, herrichten, gemeinsam mit ihrem Großvater, ihn hellblau anmalen und damit am Meer entlang fahren. Jetzt ist sie 30 und macht das. Und ihre erste Etappe führt sie nach Frankreich. Dort übernachtet sie an einem Ort, den ich kenne. Und trifft auf ihrem kleinen Weg Paul. Nein, nicht auf einem kleinen Weg, sondern auf der Autobahn, der eine Panne hat. Und Paul, der das komplette Gegenteil ist von Josi, der vor vier Wochen beschlossen hat, seinen Job zu kündigen, einen Landcruiser zu kaufen und damit quer durch Europa zu fahren. Und Josi ist gar nicht begeistert, als er bemerkt, wow, die Idee, immer am Meer entlang zu fahren, ist total cool, das macht er jetzt auch. Sie treffen sich immer mal wieder. Wie das Ganze weitergeht, ich bin erst bei Seite 66, will unbedingt weiterlesen, will unbedingt weiter durch Frankreich und natürlich Portugal, Spanien und so weiter. Freue mich sehr auf dieses Buch. Danke Elke ans Aufmerksammachen, dass diese Autorin was Neues hat. Ohne sie, glaube ich, könnte das Buch an mir vorbeigegangen sein, beziehungsweise erst sehr viel später hätte ich es gesehen irgendwo vielleicht. Von Freya Samson gibt es was Neues. Im September 2021 habe ich von ihr die letzte Bibliothek der Welt gelesen und sehr, sehr geliebt.
Und jetzt gibt's das Neue im Dumont Verlag, Menschen, die wir noch nicht kennen. Und übersetzt wurde es von Susanne Höbel. Dann eine kleine Nachricht von der Betreuerin bei Dumont dazu bekommen. Und jetzt werden viele sagen, das da muss weg. Da steht mit besten Grüßen Ihr Dumont Buchverlag. Ich finde das einfach total nett. Und Freya Sampson schickt dieses Mal Libby ins Feld, die nach einer Trennung in London ankommt, im Bus fährt und dort Frank kennenlernt. Frank muss knapp 80 sein oder ein bisschen drüber, denn er fährt seit 60 Jahren in dieser Linie, um seine große Liebe wiederzufinden, die er niemals wieder gesehen hat, nachdem sie diese Linie benutzt hat. Und Libby beschließt, ihm zu helfen. Es könnte wie in die letzte Bibliothek der Welt um Menschen gehen, die zusammenfinden, Menschen unterschiedlichster Herkunft, Alter, Rasse, Hautfarbe, wie auch immer. Und freue mich total drauf, weil die Elke war sehr, sehr begeistert von der Geschichte. Ein E-Book hat mich dann vom Bloggerportal erreicht, und zwar genauer gesagt vom Goldmann Verlag. War total super, dass ich das E-Book gehabt habe, weil ich habe es dann unterwegs gelesen und das Buch, das ich auf jeden Fall sowieso kaufen wollte, daheim. Es ist der vierte Teil der Wallflowers-Reihe von Lisa Kleypas. Erschienen bei Goldmann, da geht es um Daisy und um Matthew. Übersetzt wurde das Buch von Babette Schröder und Wolfgang Thon. Abschluss der vierteiligen Reihe, Quadrologie, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Und es geht um Daisy. Daisy, ihres Zeichen Amerikanerin, soll in den englischen Adel einheiraten, findet aber nicht den richtigen Partner. Und ihr Vater ist einfach der Saisonen und so weiter überdrüssig und sagt, wenn sie bis zu dem und dem Zeitpunkt nicht jemanden gefunden hat, der sie heiratet, muss sie Matthew, seinen Geschäftspartner, heiraten. Den kennt sie noch von früher, vor 2-3 Jahren, und da ist er ihr jetzt einfach nicht besonders aufgefallen, sondern eher, ja, er kommt mit dem Vater gut zu Rande, und das ist schon ein automatischer Widerspruch. Naja, wie es da weitergeht bzw. aufhört, werdet ihr im Lesemonat März noch mitbekommen. Ich habe natürlich auch ein paar E-Books bei mir einziehen lassen. Eines, danke liebe Tanja von Miss Drunken Cherry Bücherstapel. Da ist sie wirklich schuld an diesem Buch. Das hat sie vorgestellt in ihren, ich glaube, es war Februar-Neuzugang, wenn es mich nicht täuscht. Und das war dann so, ja, das will ich lesen. Und zwar, ich blende sie euch wieder ein natürlich, von Carrion Cole, Don't Kiss the Bride. Erschienen im 7 Verlag und übersetzt wurde es von Martina Campbell. In dem Buch geht es um Skylar, die eine richtig miese Kindheit und Jugend hat und die ihre Misere einfach nicht nach außen dringen lässt. Es weiß keiner, was los ist. Das hat mich wütend gemacht. Und sie erhält dann Hilfe, Skylar ist knapp 18, sie hat dann ihren Geburtstag und so, erhält dann Hilfe von einem älteren Mann, der ist jetzt 14 Jahre älter als sie oder 16 Jahre älter, und sie freunden sich an gegen alles, eigentlich jeder sagt, das ist irgendwie unnatürlich, das gehört sich nicht und so, aber er sieht dann, was mit ihr los ist und macht ihr den Vorschlag, sie zu heiraten. Und wie das nach außen dringt, was da die Leute sagen und wie sie miteinander damit umgehen. Also wird im Lesemonat März kommen. Danke Tanja noch einmal. Habe ja sonst zu wenig zu lesen, wenn ich nicht bei dir zuschaue. Dann ist noch eingezogen, das muss ich mir jetzt da holen, weil schon wieder, der vierte Teil der Dating Disasters Reihe von Claire Kingsley. Ich weiß leider nicht, wann der vierte Teil auf Deutsch erscheinen wird, aber ich unbedingt wissen will, wie es mit Nora weitergeht. Deswegen habe ich mir den vierten Teil auf Englisch heruntergeladen. Heißt Flirting with Forever und es geht um Nora. Ich habe keine Ahnung genau, um was es geht. Ich will nur wissen, wie es weitergeht und wie es endet. Und deshalb ist das Buch bei mir eingezogen. Es war auch recht günstig. Wahrscheinlich erscheint es dann auf Deutsch und ich kann es auf Deutsch lesen. Egal. Weiter eingezogen ist bei mir... Hallo? Von Emma Steele ein Buch,
ich hol das jetzt da. Ne? Das ist so. So, von Emma Steele, die Sekunde zwischen dir und mir. War auch in dem Neuerscheinungsvideo Part 1 oder Part 2, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und die Beate hat dann erwähnt, das gibt es gerade sehr günstig als E-Book. Und im Moment, jetzt kostet das E-Book 14,99 und wir, glaube ich, haben es um 6,99 gekauft. Und wurde übersetzt von Simone Jakob und Nadine Alexander. Und es geht um ein Paar, das sich trennt, wieder zusammenkommt nach einigen Monaten, gemeinsam im Auto fährt. Ich glaube, die Frau sagt zu ihm, ich muss dir was sagen. Und dann kracht ein LKW in das Auto. Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, wohin sich das entwickelt. Also falls das jemand gelesen hat, ich will nicht wissen, in welche Richtung. Es könnte da Was-wäre-wenn-Geschichte sein oder eine Retrospektive oder was auch immer. Es würde mich interessieren, ob das ankommt, ob das ein guter Ausgangspunkt ist. Und dann ist noch bei mir eingezogen ein weiteres Buch, und zwar ich muss jetzt dazu sagen, ich glaube am 28. oder 29. März, ganz, ganz kurzfristig. Ich habe nämlich die Inhaltsangabe gelesen und war hin und weg und habe mir sofort anschauen wollen. Dann war das Buch aber recht teuer. Und ich bin nicht geizig, das wisst ihr, aber es war so, weiß nicht. Das gab es aber als Einführungspreis, als E-Book, um 2,99. Jetzt, wenn ich es drehe, Ende März, gibt es die Aktion noch. Ob es dann beim Ausstrahlen noch gibt, weiß ich nicht. Ich spreche von Kate Marchant, Whistleblower, Between Love and Truth. Eine Wattpad-Sensation, keine Ahnung, weiß ich nicht, war mir jetzt da in dem Moment auch völlig egal. Aber ich fand den Klappentext sehr ansprechend. Laurel wollte nie im Mittelpunkt stehen. Als Journalismusstudentin reichte es ihr völlig, für die College-Zeitung zu schreiben und sich auf die schönen Dinge im Leben zu konzentrieren. Freunde, Partys und Tacos. Aber als sie herausfindet, wie der beliebte Football-Coach der Uni mit Frauen umgeht, weiß sie, dass sie die Wahrheit aufdecken muss. Auch wenn es bedeutet, dass sie ihren Ruf und ihre eigene Sicherheit riskiert. Und obwohl Brody St. James, der Star-Quarterback, mit einem Herzen aus Gold sie vom Gegenteil überzeugen will. Laurel ahnt nicht, wie schwer es sein kann, sich zwischen ihren Gefühlen und dem, was richtig ist, zu entscheiden. Jetzt seien wir uns ehrlich, wir kennen alle die Geschichten aus Colleges und Unis, wo es genau um sowas geht. Jetzt vielleicht nicht nur um den Football-Coach, aber auch um die Footballspieler und so weiter. Es interessiert mich einfach, was sie daraus macht. Ob das zu sehr in Liebesgedöns untergeht oder ob es tatsächlich ein Hauptthema wird, diese Belästigung der Frauen. Hab's gelesen und um den Preis um 2,99 kann man jetzt nicht viel falsch machen und deswegen habe ich es gekauft. So, wir haben also Rezensionsexemplare durch, E-Books durch. Kommen wir zu den gekauften Büchern. Na, da fangen wir wo an. Ein zweiter Teil von einem deutschen Autoren, von einer deutschen Autorinnengruppe. Es sind vier an der Zahl. Ich habe den ersten Teil des Lilienpalais gelesen und jetzt ist der zweite herausgekommen, Ein Graf auf Abwägen. Ich mag das Cover. Ich finde die alle sehr, sehr schön. Ein Grundriss des Lilienpalais. Und da hinten, glaube ich, müssten auch die anderen, ja genau. Da sind alle vier Bücher auf einem Fleck und wie gesagt, es sind vier Autorinnen und zwar Frieda Bergmann, Monika Pfundmeier, Persephone Hasis und Leila El-Omari. Diese vier schreiben an diesen vier Büchern. Das Besondere sind Historicals und was das Besondere ist, für mich zumindest, dass sie in München spielen, 1832 oder war das 38? 1828, Entschuldigung. Und es geht da hauptsächlich um das Lilienpalais und um die Bewohner des Lilienpalais. Im ersten Teil ging es um eine entfernte Cousine,
die aus Ostpreußen nach München gekommen ist und dort ihr Glück gefunden hat. Aber es geht dann auch viel um diese Großmutter. Oh mein Gott, diese Großmutter, die macht mich fertig. Und in diesem Band geht es um Maximilian von Saybach. Er ist Arzt aus Leidenschaft und er möchte nicht nur die Reichen kurieren und behandeln, sondern auch die Armen, der Ärmsten, mehr oder weniger medizinisch versorgen. Und das passt natürlich überhaupt nicht in diesen Glanz des Adels und so weiter. Also das tut man gar nicht, weil Arbeiten war damals in Adelskreisen überhaupt verpönt. Ja, ganz schräg. Aber das war überall so, nicht nur in Deutschland. Und die Großmutter hat eigentlich schon eine Ehe im Sinn, hat schon eine Frau im Blick und sagt, ja, das ist gut, aber Alexander hat sich, Maximilian, ich komme jetzt auf Alexander, Maximilian hat sich aber schon in eine andere Frau verliebt. Die Frau kennen wir schon und das war schon in Teil 1 irgendwie ein großes Fragezeichen über diese Person und dann denkt man sich, huh, was soll das? Naja, egal, es wird sehr spannend und interessant und bin schon gespannt, wie da das ist. Und ob man merkt, dass es jemand anderer, also sie haben es zusammengeschrieben, aber das Hauptpaar hat immer eine Autorin im Blick. Ich wurde geinfluenced, na, welche Überraschung, aber ich weiß nicht einmal mehr von wem. Aber es hat so gut geklungen, dass ich gesagt habe, ja, das muss ich jetzt mitnehmen. War überhaupt nicht am Schirm, habe ich gar nicht gehabt, aber ja. Erschienen bei Heine, Peter Klieser in den letzten Stunden der Dunkelheit. Wer auch immer das gezeigt hat, es tut mir leid, dass ich mich nicht erinnern kann, aber es hat so gut geklungen. Ich lese es euch vor. 1936 ist das letzte gute Jahr für Frederik Karwis. In Berlin studiert er bei dem angesehenen Physiker Paul Bergmann und erhält Einblick in die höchsten Kreise der Wissenschaft. Und er lernt Anna kennen, seine große Liebe, mit der er die Zukunft plant. Doch dann kommt alles anders. Im April 1945 ist Karwis Dolmetscher für die US Army und gezeichnet von den Schrecken des Krieges. Das Ende des Nazi-Regimes scheint zum Greifen nah, als er einen letzten Marschbefehl enthält. Als Teil einer kleinen Kommandoeinheit fliegt er in einer Nacht- und Nebelaktion nach Berlin, um Paul Bergmann zu entführen. Das Wissen über das deutsche Atomprogramm soll auf keinen Fall den Russen in die Hände fallen. Außerdem hofft Karwis darauf, Anna wiederzufinden. Es soll sehr, sehr spannend sein, sehr atmosphärisch beschrieben, diese Zeit, Nachkriegszeit oder diese Endkriegszeit, nennen wir es einmal so. Und ja, ich mag den Schauplatz. Also ich mag die Zeit und ich mag Berlin. Da ist alles irgendwie zusammen. Und ich habe zwei, ich glaube auf Instagram, Leseeindrücke gelesen, die einfach begeistert waren von dieser Geschichte, dass ich mir gedacht habe, ja okay, das könnte als Thriller für mich dann auch wieder mal herhalten. Also das war ungeplant. Geplant war dann allerdings, weil das ist in meinem Neuerscheinungsvideo aufgetaucht, Hollywood Ending von Tash Skilton, erschienen bei Knauer. Übersetzt wird es von Alexandra Kranefeld und es ist ja jetzt nicht so mega dick. Aber die Geschichte bzw. die Inhaltsangabe war einfach so irgendwie für uns alle zugeschnitten, die wir Fans von diversen Serien sind. Nina und Sebastian sind ja Engel, verbindet nicht nur die Leidenschaft für ihre Lieblingsserie Castles of Rush and Bone, sondern auch eine innige Freundschaft. Doch als am Ende des enttäuschenden Finales ihre Begeisterung für die Serie ein abruptes Ende findet, zerbricht auch ihre einzigartige Bindung. 5 Jahre später begegnen sich die beiden ausgerechnet in L.A. am Filmset ihrer einstigen Lieblingsserie wieder und eins wird schnell klar. Das Ende der Geschichte von Nina und Sebastian ist noch keineswegs endgültig geschrieben. Das klingt super, das klingt super nett. Und ja, wir wissen, dass Castle of Rush and Bone wahrscheinlich für Game of Thrones steht oder so irgendwas, aber egal, es ist uns wurscht. Ich glaube, das wird im April noch bald gelesen, weil es klingt einfach super schön. Ich bin kein Fan von diesen Covern, das muss man jetzt auch dazu sagen. Ich habe gezeichnete Cover, sind bei mir so comic-mäßig nie wirklich, aber da habe ich, war tatsächlich der Titelprogramm, wo ich mir gedacht habe, oh, mhm.
Und dann der Klappentext oder die Inhaltsangabe. Okay, ich kann über das Cover hinwegsehen. Am Ende dieses ersten Teils gibt es ein Buch von einer Autorin, die ich durch Zufall... Wie erkläre ich denn das am besten? Das Buch, das erste Buch oder das einzige Buch, das ich von der Autorin kenne, ist bei mir eingezogen und ist versauert. Schlicht und ergreifend versauert. Und die Dani vom Kanal Just Dani hat es mir auf die Subliste gegeben oder bei Pick My Sub herausgezupft. Und ich war so begeistert. Und zwar spreche ich von Julia Wieland und ihrem Buch Mein Jahr mit dir. Sie hat jetzt was Neues. Nur ein Wort von dir. Erschienen bei Penguin. Und übersetzt wurde das Buch von Veronika Dünninger. Und ich habe es dann einfach mitgenommen, ohne, ich habe es auch in den Neuerscheinungsvideos, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau erinnern, worum es geht. Aber da mich Julia Wieland so überrascht hat, wirklich, das war mindblowing, diese Geschichte, habe ich mir gedacht, okay, das nimmst du mit. Und dann bin ich draufgekommen, je, manchmal gibt es so super Zufälle. Im September ist die RARE, der Romance Author Reader Event in Florenz. Ding, 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 ding. Julia Wieland ist angekündigt. Gut. Ah, jetzt weiß ich wieder, um was es geht. Ja. Ihr Lebenhang hat Sawani von der großen Karriere in Hollywood geträumt. Doch ein tragischer Schicksalsschlag macht alles zunichte. Als Hörbuchsprecherin arbeitet sie nun abseits des Scheinwerferlichts im Dunkeln. Ihr Leben verläuft endlich wieder in geraden Bahnen, bis sie das Jobangebot ihres Lebens erhält. Zusammen mit Brock McKnight, dem geheimnisumwobenen Star-Erzähler, soll sie eine romantische Liebesgeschichte einsprechen. Obwohl sie ihren Glauben an die Liebe selbst längst verloren hat, sagt sie nach einigem Zögern nach. Und unter dem Schutz der Anonymität, denn sie kennt von Brock nichts als seine Stimme, spürt sie, wie zwischen ihnen eine zarte Verbindung wächst. Doch kann man sich in jemanden verlieben, den man noch nie gesehen hat? Das ist definitiv eine Geschichte, die mich so neugierig macht, die mich schon beim Durchlesen von der Inhaltsangabe zu einem... Und wenn Julia Wieland hat ein Gespür für Figuren, sie in dieser Geschichte zu platzieren und einen, also in Ein Jahr mit dir hat sie einen Turn drin gehabt, den ich einfach nicht kommen gesehen, der war aus dem Nichts heraus. Und ja, klingt gut, ist gut, freue ich mich drauf und vor allem, wenn Julia Wieland dann tatsächlich nach Florenz kommt, wird das ein Fangirl-Moment ohne Gleichen. Ich glaube, ich werde mir dann mein Jahr mit dir auch mitnehmen, damit sie signiert, weil es einfach so genial ist. So. Ende von Teil 1. Boom. Sagt mir gern, ob ihr die Bücher kennt, die ich euch da vorgestellt habe, die ihr vielleicht schon selbst gelesen habt oder wo ihr sagt, boah, das klingt super, werde ich mir vielleicht auch zulegen. Welche Bücher sind denn bei euch schon eingezogen im März? Vielleicht macht ihr auch Teil 1 und Teil 2. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen, bitte bleibt gesund, tut euch selbst was Gutes und bis dahin sucht euch guten Lesestoff. Pfiat euch, bis bald!